So, dann lad mal schneller, liebes NFS. Da wäre ich dir sehr verbunden. Und wenn du heute nicht abstürzt, wäre ich dir noch verbundener natürlich. So, ist hier ein Mitglied von Stack Deck zufällig, das irgendwie aufmucken will? Natürlich. Habe ich doch gesagt, dass Kenji hier ist, wenn man hier den Subaru freischaltet. Also Kenji ist hier und dann im letzten Rundkurs, den wir danach hier absolvieren, werden wir nochmal im Rundkurs gegen Wolf antreten. Aber Kenji werden wir jetzt richtig die Fresse perforieren. Vielleicht, er kann ja diesmal ein besseres Ergebnis als den wirklich lächerlichen achten Platz also von Angie eben, das übertreffen. Tja, Angie, Ken, Angie sei schon. Tja, Kenji da macht sich Frust breit, wenn er sieht, wie wir ihn hier wegziehen. Und er ist ja immerhin Vierter. Das ist ja schon mal etwas besser als sein weiblicher Pendant im Team, sage ich mal. Kenji ja in den Tunern unterwegs, Angie in den Muscle Cars. Beides nicht so mein Ding. Ich stehe am meisten auf Exoten und wir fahren hier auch gerade einen Exot. Ich müsste mal. Hör auf zu lachen, du mieser Kerl, ey. Ich müsste mal gucken, was der Mercedes SLR McLaren für ein Typ ist. Oh, Kenji ist auf Rang 3 immerhin. So gut war Angie im ganzen vorherigen Rennen nicht. Neville nur auf Platz 6 leider. Aber bei Neville ist ja das Beste immer, wenn er dabei ist, ne? Dessen Sprüche sind immer noch unerreicht. Neville ist der coolste von allen Teammitgliedern, muss ich wirklich sagen. Der ist einfach am sympathischsten, war von Anfang mit dabei, hat uns immer unterstützt. Ach ja, was wäre ein Rennen ohne die Cops, Freunde. So, die Runde ist aber recht kurz eigentlich. Kenji ist auf Rang 5 zurückgefallen, Neville hat ihn überholt, das gefällt mir. Ja, Kenji hat natürlich auch nicht so einen guten Wagen. Ich glaube, der hat einen Mitsubishi Lancer. Und das ist dann, der hat natürlich, boah, den haben wir übel weggehauen. Mitsubishi Lancer hat natürlich gegen Lamborghini Murciélago wenig Chance. Aber das Gute ist, gleich treten wir gegen Wolf an. Hör auf zu lachen, du bist nämlich nur Fünfter mit 10 Sekunden Rückstand. Natürlich. Cops, Cops, Cops. Aber er hat mich noch nicht gesehen, so wie es aussieht. Denn er ist einfach mal voll an mir vorbeigeschippert. Und es kam noch nicht dieser Bildschirm. Oh, scheiße, aber ich sehe ab dem Bildschirm. Und zwar folgt hier ganz deutlich jemand, wie ich auf der Karte zu sehen vermag. Ach, da ist uns nicht gefolgt, aber der gute Goose ist wirklich dicht dran. Und da muss ich jetzt schon ein bisschen hier meine Abkürzungskenntnisse einbringen. So, Neville ist auch ganz weit hinten. Eigentlich untypisch. Weiß nicht, was mit dem los ist. Der Shelby GT 500 oder wie der heißt, ist doch eigentlich nicht schlecht. So, Kenji ist auf Platz 7 zurückgefallen. Und gleich kurz vor der Ziellinie entdecken uns die Cops. Oh, das ist so herrlich, Leute. Bei jedem Rennen sind sie. Fuck, 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 fuck. Goose kommt, Goose kommt, Goose kommt. Fuß kommt. Boah, das war knapp. Der war direkt hinter uns, wenn ihr da auf die Karte kurz geachtet habt. Ja, das stimmt. König der Straße. Gewonnene Prämienkarten. Subaru Impreza WRX STI freigeschaltet. Wir sind der König der Straße. Rey de la Calle. King of the Street. Und in mehr Sprachen kann ich's nicht. Naja, egal. Ja, das bringt uns aber nicht so viel, dass wir der König der Straße sind, denn der König der Straße ist natürlich auch der meistgejagte, ne? Hier haben wir schon die Stufe 3 Modells, auch gerade Modelle der Cops. Hier habe ich es kurz gezeigt, beim Überschlagen. Sehr formschön. Und jetzt gucken wir mal, wie viel die drauf haben. Eben haben wir ja ganz heftig versagt, als ich euch mal diesen fahrenden Stopper zeigen wollte, der da uns da mit seinen zahlreichen Baumstämmen einfach mal unter sich begraben hat. Und wahrscheinlich ein verdeckter Ermittler der Cops war, denn der hat uns wirklich gut eingelullt da. Na gut. Boah, sind das viele. So. Hier im ersten vorbei, da nochmal vorbeigeschlingelt. Da kam ich jetzt nicht mehr rum. Aber wir sind in Shady Pine, was wir bereits kontrollieren. Und jetzt wimmelt es hier nur so von Cops. Oh, den kann ich gut seitlich treffen, oder? Boom. I love it. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt können die theoretisch schon ein SUV schicken hier, ja? Aber der Starlight-Stirb ist fest in unserer Hand. Wobei, im Moment sind hier mehr Cops als Mitglieder der Black Eagles. Möchte ich fast mutmaßen. Und alle hängen sich nur an uns. Guckt euch das da unten mal an. Und bald ist auch wieder die Weiße Armada da. Bin ich mir recht sicher. Mit Weißer Armada meine ich Stufe 5, wo dann die Corvette S. Boah, da haben wir eine Menge. Corvette 06. Corvette C06. Irgend sowas. Ich weiß nicht ganz das Modell, den Modellnamen, aber ihr wisst ja, die Corvettes. Die Staatseinheiten, die kommen dann bei Stufe 5 und das wird unschön. Denn die kriegen einen recht schnell. Letztens konnte ich ihn mit Nagebändern noch eine ganze Zeit entfleuchen. Aber einfach wird das nicht. Stufe 4 und der SUV hat sich selbst in die Luft gejagt.
Das wäre extrem klug. So, aufpassen. Nagelbänder, sag ich doch. Nagelbänder. Komm, voll in den SUV rein. Ah, oh, verdammt, zu wenig Speed. Ah, trotzdem haben wir einen weggehauen. 30.000 Kopfgeld. Das läuft. So, endlich mal eine schöne Verfolgungsjagd hier. Ich hab's ja vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte jetzt nicht so in der freien Fahrt eigentlich rumfahren und immer die Konfrontation in Verfolgungsjagden suchen. So, diesmal machen wir es etwas eleganter. Pam, ticken das nur kurz an. Und holen den Stopper runter. Ich wollte nicht so direkt Verfolgungsjagden triggern, weil das ja ein bisschen Zeit kostet und fürs Let's Play nicht so gut ist. Aber wenn uns sich mal eine uns bietet, dann freue ich mich darüber auch. Denn ich mag Verfolgungsjagden. Ich stehe dazu. So, du blockierst ja gerade den Holzlaster. Das ist mein guter Kumpel, Mann. Das ist ein... Erstens ist das so ein Laster. Zweitens kommen wir hier nicht durch. Deswegen muss ich den Rückwärtsgang einlegen. Und zweitens sollte ich hier ganz schnell wechseln. Sonst bin ich erwischt. Ich fahre dagegen. Super. Pam. So, runter mit den Autos da. Der kommt nicht hinter uns her, oder? Kommt er hinter uns her? Verdammt, die Autos haben ihn nicht erwischt. Diesen komischen Heini. Aber wir sind im Verstärkungsbildschirm und jetzt gilt es, richtig Fersengeld zu geben. Oh, SUVs, ich gehe mal ganz schnell auf die andere Fahrseite. Ich hoffe, ich entkomme dann noch. Ja, die sind voll an uns vorbeigerauscht. Ja, 90 Sekunden kommt hin, 1,21, sogar ein bisschen weniger. Mal sehen, ob ich dem hier entfleuchen kann. Sachschaden. Boah, die wurde mir erst zu spät angezeigt, diese Straßensperre. Aber den Nagelbändern konnte ich nochmal entfliehen. Oh, und guckt euch das an. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht ein Gaumenschmaus für die Augen, Leute? Ehrlich. Also da muss ich wirklich sagen, das sind Dinge im Leben, die vergisst du nie. Oh, und da sind die nächsten Penner. Überall diese Nagelbänder. Aber dieses Mal kriegen sie mich nicht damit. Pam! Flieg, Engelchen, flieg! Herrlich. Nö, warum sollte ich auch? Ich habe doch gerade so Spaß. Und wenn ich erwischt werde, müsste ich mit meinem Geld blechen. Das ist nicht gut, denn Geld ist ja gerade eine Ressource, die wir uns sparen. Und bei so einer Verfolgungsjagd mit dem Sachschaden, den ich hier gerade anrichte, könnte das doch recht teuer werden. So, ich weiß, man könnte da oben auch rüberspringen, aber ich ziehe jetzt mal hier lang. Mal 327 Top-Speed ist aber ein bisschen wenig, oder? Ja, Muschielago. Sierra 26. Oh, SUVs. Boah, die sind viel zu behäbig, um mich einzuholen, ey. Verdammt, 27 Sekunden. The Project. Oh, das sind unsere ehemaligen Gegner. Guck mal. Einmal über die ganze Map gefahren und man trifft sie wieder. So, komm. Der sieht uns nicht mehr. Jawohl. Kurz bevor die Verstärkung eintrifft, sind wir in den Fluchtbildschirm gewechselt. Da hinten sehe ich ein Versteck. Ich hoffe, da kommt noch keiner. Und das wäre dann nochmal endlich wieder eine erfolgreiche Verfolgungsjagd. Wir könnten auch direkt zum Unterschlupf. Aber da ist das Versteck doch etwas näher dran. Der König der Straße will nicht gefunden werden. Und wenn er das nicht will, wird er das auch nicht. Oh ja, Sachschaden. 120.000 Kopfgeld, 125.000. Der König der Straße ist immer noch unerkannt. Oh, war das gerade Kenji? Sah ein bisschen so aus. Gut. Das war doch mal nett. Ein kleiner Rundkurs, den wir knapp gewonnen haben. Dann noch eine schöne Verfolgungsjagd dran geklatscht. So gefällt mir das. 115.000. Unser Konto wird auch immer mehr aufgestockt. Und jetzt treten wir hier bei diesem Rundkurs beim Paradise Hotel auf jeden Fall gegen Wolf an, in seinem Lamborghini. Und das ist ja sozusagen ein Duell auf Augenhöhe, würde ich mal sagen. Nicht wahr, Wolf? Wolf, hallo. So, da skippt's durch die Reihen. Das ist er nicht. Da steht er neben uns. Da seht ihr es. Wir haben das identische Fahrzeugmodell. Und jetzt kommt's nur auf die Fahrkünste an, Wolf. Nur du und ich. Und fünf andere Heinis. Und Neville. So, Wolf. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh, er geht gleich aggressiv nach vorne. Da seht ihr ihn. Ha, da habe ich ihn gerammt. Und ihr seht, wie er realistisch da oben auch durchgeschüttelt wird. Bam. Bleibt gerade mal an Wolf dran. Denn ich möchte mir ein kleines Duell mit ihm liefern. Mal sehen, ob er gemäß seines Status als coolster Boss, wie ich finde, hier ein bisschen mehr mithalten kann. So, da ist die angesprochene Corvette C6, heißt sie, glaube ich. Dieses Fahrzeugmodell, meinte ich, das waren auch die Cops der Stufe 5, aber in einem sehr hässlichen Weiß, leider. Und das ist dann die weiße Armada, weil das sind dann gleich 20 am Stück. So, ich hole mal hier den Stopper runter. Vielleicht hält das einen unserer Teamkameraden auf und versuche mal innen an der Corvette vorbeizugehen. Dieses Unterfangen ist gescheitert. Aber wir haben ja noch eine Runde Zeit. So, Neville, wen du auch immer da blockst, machst du nicht, weil du es nicht schaffst.
Ja, Wolf ist definitiv besser als die anderen Leute. Wer gerade da gesehen hat, auf welcher Position er liegt, das ist wirklich sehr gut. Da seht ihr es nochmal an der glorreichen Position 8. Wenigstens bist du nicht letzter, Wolf. Ach so, du bist letzter. Schlecht, Alter. Aber wir rocken das Rennen hier doch. Ich sehe es doch. Naturellement, naturellement. Sie können bei keinem Rennen nicht da sein. Wenigstens im Moment nur Stufe 1, aber das wird sich sehr bald ändern. So, hier einmal durchs Parkhaus. Da dürfen die Cops ja eigentlich nicht mit, denn sie müssen ja das normale Gesetz verfolgen. So, da sitzt er in seinem hässlichen Anzug. Wenigstens Wolf nicht mehr letzter, weil das Neville ist. Oh Mann, Leute, ey. In welchen Kreisen verkehre ich denn da? Boah, den haben wir gut abgeräumt in der Kurve. Den haben wir einfach mal als Bande genommen und das ist ihm nicht so gut gekommen, dem Staatseinsatzwagen der Stufe 4 der örtlichen Polizei von Silverton. So, Neville 17 Sekunden zurück, aber Wolf ist auf Platz 6 vorgefahren. Mensch, finde ich aber ein bisschen scheiße gemacht, dass die Bosse so schlecht sind in den Rennen, weil zum Beispiel Rascal oder wie der jetzt hinter uns heißt, ja, Rascal ist viel besser und eigentlich müssten die Bosse von Stack Deck ja so gut sein, denn ich muss sagen, in den Rennen, wo wir um ihre Bezirke gefahren sind, haben sie sich deutlich besser geschlagen als jetzt in diesen Rennen hier. Naja, gut, was soll's. Sie sind eben schlecht. Das ist der schlechte Einfluss von Darius. Der zieht sie nur runter. Wenn sie nicht mehr Boss sind, haben sie kein Selbstwertgefühl in ihrer Crew und sind dann nur solche Mitläufer, die schlecht fahren. Na gut, aber ich kann auch nicht gerade sagen, dass Neville hier für unsere Black Eagles uns mit Ruhm überschüttet. Wolf immer noch auf Platz 6, Neville unverändert auf Platz 8. Irgendwie hatte ich noch keine Blockeraktion von ihm gesehen. Er kommt einfach nicht mit. Und Rascal ist immer noch ganz dicht an uns dran, sehe ich gerade. Fuck, die Drecksäcke. Ich hoffe, er kommt da auch nicht durch. Der gute Rusky, wie ich ihn gerne nenne. Nö, sieht nicht so aus. Oh, er ist eine Sekunde hinter uns, jetzt 5, weil er einen Fehler gemacht hat. Aber er war eine Sekunde hinter uns und alles dahinter war bis auf 11 Sekunden weg. Also wirklich eine Dominanz von 2 Autos. Aber jetzt ist Rascal auf Platz 5 zurückgefallen. Also da haben die Cops anscheinend einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt führen wir hier mit 8 Sekunden vom zweiten. Er wird zwar immer noch letzter, aber wir holen den Sieg für die Black Eagles. Und dann machen wir uns an den allerletzten Bezirk. In Silver. Aber erstmal die Cops loswerden. Das ist immer so ein kleiner Nebeneffekt, der dann auch noch gemacht werden muss, ne? Wisst ihr ja. Boah, alter Schawutzki. Da wollte ich eigentlich nicht lang. Boah, sind das mal wieder viele hier. Na gut, Neville ist 31 Sekunden weg. Knapp, Neville. Nächstes Mal wird's besser. Mein Gott, ey. Und ich finde, die fand ihn am coolsten. Ja, Rechnung über 20 Mille. Neu freigeschaltete Premium-Karte. Und die schon Reifen haben wir freigeschaltet. Aber jetzt müssen wir erstmal weg. Houdini. Durch Beenden von Entkomme in der freien Fahrt. 25 Polizeiverfolgung. Ah, bin ich denn schon entkommen? Boah, da habe ich einige mitgenommen. Einige Staatszivilfahrzeuge, wie sie korrekterweise heißen. Ja, blockiert und nicht mal. Also Neville ist echt eine Niete. Meine Meinung über ihn, die eigentlich immer sehr... Ich habe ihn eigentlich immer sehr geschätzt, aber langsam macht er das hier zunichte mit seinen Fahrleistungen. Denn 30 Sekunden Rückstand, letzter Platz, das ist doch eine Sache von Stack Deck, aber doch nicht von den Black Eagles. Das ist doch den Black Eagles nicht würdig. Bum, bum. Hahaha, voll gegen die Wand gefahren. Wer es gesehen hat, kann jetzt mit mir lachen und wer es nicht gesehen hat, spul zurück, es sah witzig aus. Der Kopf ist nämlich einmal voll frontal da reingefahren. Wer denen das Fahren beibringt, wahrscheinlich ist es Cross. Stell ich mir mal so vor. Denn Cross fährt nicht viel besser als diese Scharlatane. Aber vielleicht kommen wir Cross zu sehen. Der kommt ja immer bei der Stufe 5. Auch mal dazu gezwitschert. Aber so weit sind wir noch nicht. Vielleicht schaffen wir es ja vor der Stufe 5, den fiesen Cops zu umrinnen. Ich bin da ja pessimistisch. Wir schalten zwar einige hier aus, aber... 2-3 bleiben nur noch und machen recht hartnäckig an mir dran. Komm schon, komm schon. Wow, das war knapp. That was close to the death. So. Nein, verdammt. Das war bitter gemacht. Aber ich will jetzt auch nicht umdrehen, denn sie haben den selbst umgefahren. Ach ja, jetzt bin ich mir sogar sicher, Cross bringt denen das bei. Immer schön viel Sachschaden machen. Die Versicherung bezahlt's ja, ne? Crossy Bear, ouch. So, jetzt dürft ihr über mich lachen, da ich da frontal reingefahren bin. Also die Fahrzeugtür brauchst du nicht mehr, Kollege. Die kannst du ruhig mal der örtlichen Mauer spenden.
was weiß ich, ist mir gar nichts eingefallen. Auf jeden Fall haben wir ihn die Fahrzeugtür gewaltsam von seinem hübschen Auto entfernt. Mann, die sollten ihre Autos auch mal individuell ansprayen, dann weiß man immer, wer ist. Das ist doch so total langweilig, wenn die alle genau gleich angesprayt sind. Ja, ich weiß, es ist ein Dienstwagen, aber die könnten doch schon mal so ein Vinyl mit so einem, weiß nicht, mit so einem bösen Kopf machen oder so. Keine Ahnung, was weiß ich denn. Mit so einer Justitia, mit einem Schwert oder so für Gerechtigkeit, was weiß ich. Güter von Recht und Ordnung, ihr wisst ja, was ich meine. Ich laber hier auch nur Scheiße mal wieder. Denn bald die Stufe 5 und dann geht mir langsam das Düschen. Wow, schöner Sprung, mein Freund. So, hier das runterholen. Mann, der Lamborghini ist echt nicht schlecht für Verfolgungsjagden. Bin ich durchaus mit zufrieden momentan. Alter Schawutzki. So, da gilt es jetzt gut reinzulenken, denn das versau ich oft. Booyaka. Verdammt, die haben die Abkürzung genommen. So dumm sind sie wohl doch nicht. Ah, sind sie doch, würde ich mal sagen, denn sie fahren jetzt die Abkürzung lang, während ich einfach mal eine Wendung mache und im Fluchtmodus bin. Kommen wir durch? Nein, kommen wir nicht. Oh, die sind so dumm, ne? Die sind so dumm. Jetzt haben sie ja mich, aber... Ja, das war absehbar. Gut, dann nochmal eine kleine Verfolgungsjagd auf der... Was macht ihr denn da, ihr Trottel? Fahrt euch gegenseitig um. Das ist natürlich extrem gut. So, dann haben wir gerade den Newswagen von Channel 22 getroffen. Der kann jetzt live vor Ort berichten, sozusagen. Hautnah, möchte ich fast meinen. Und gleich liefern wir uns einen Autobahn-Showdown mit der weißen Armada. Denn die ist gleich da. Da seht ihr langsam wieder Balken. Da steigt gleich der Stufe 5, der höchsten Stufe. Und vielleicht besucht uns ja dann Mr. Cross oder Croc, wie Darius ihn gerne nennt. Absichtlich. So, das hole ich mal runter. Damit da vielleicht einige Pappkameraden reinfahren. Nicht so... Na super, wo ist sie, die weiße Armada? Da ist sie doch, auf der anderen Seite sehe ich doch schon die ersten Anzeichen. Die Vorboten der Pest, möchte ich fast meinen, so. Ja, ich habe ihn noch getroffen, gut, da kommen gleich SUVs um die Ecke gescheißert. Ich versuche unten zu bleiben, das ist gerade... Ja, ich komme vorbei, haha, die sind so behäbig, diese Trottel. So, da haben wir welche ausgeschaltet. Schweren SUV, ja, der ist voll in meinen Stopper reingefahren. Und hier nehmen wir den auch nochmal kurz mit. Scheiße, bei dem geht das irgendwie nicht so gut wie bei den Autostoppern. So, dann wird etwas Staub aufgewirbelt. Ah, aber wir sind im Verfolgungsbildschirm. Oh, SUVs, SUVs. Boah, war das knapp. Die hat mich richtig gebügelt, Freunde. So, da ist jetzt aber einer an mir dran. Wir müssen auch Straßensperren Ausschau halten. Boah, wie viele SUVs wollen die denn noch schicken? Alter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da hätten sie mich fast gebügelt, die SUVs. Das gab jetzt auch eine Strafe, wie ihr gesehen habt. Wurde der SUV zerstört. Komm schon, wenn ich mich hier noch aus der Affäre ziehe. Alter, das war gerade ein bisschen Glück. Denn der SUV hatte mich gut auf den Rücken geworfen. Und wie ein hilfloses Insekt krabbelte ich da um mein Leben. Boah. Ich hole jetzt aber hier auch jeden Stopper runter, der irgendwie geht. So, da habe ich hier eine Straßensperre. Bloß aufpassen, man ist ganz schnell mal in so einem Nagelband drin. Da kann ich eine Geschichte von erzählen mit der Dodge Viper. Wer es gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Ja, das bin ich. Ah, den kriege ich nicht mal den Stopper, aber jetzt kann ich mal hier oben lang fahren. So. Bumm. So, und jetzt guckt euch das an. Das ist wunderschön. Oh, es verfolgt mich gar keiner mehr. Egal. Das muss ich jetzt für die Ergebniskosmetik machen. Boom. So ein Sprung würde man in echten überleben. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Das muss ich jetzt wegen meiner vertraglichen Verpflichtung sagen. So, und da ist gleich der Unterschlupf hierbei. Das ist doch... Komm schon, komm schon. Komm schon. Ja, er kommt nicht mehr hin. Hey. Hey, du Drecksau. Ich sagte, du kommst nicht mehr hin. Komm schon, hier ist unser Unterschlupf. Unterschlupf? Ah, da bist du ja. So. Ja, ich möchte den Unterschlupf betreten. Damit ist er noch recht gut aus der Affäre gezogen.